Fast alle Wettkämpfe in Japan müssen ohne Zuschauer stattfinden. Diese Entscheidung fiel am Donnerstag. Am Freitag kam dann immerhin die olympische Flamme im Komasawa Olympic Park in Tokio an. Ein Jahr später, als die Planung vor Corona es vorgesehen hatte und genau 2 Wochen vor der Eröffnungszeremonie. Großes Tamtam sieht anders aus. In einem fast leeren Stadion, noch dazu bei Regen, wird die olympische Flamme offiziell an die Stadt Tokio übergeben. Ein Vorgeschmack auf die Spiele. Denn wegen steigender Corona-Zahlen in und um Tokio verhängen die Behörden hier ab kommenden Montag den Notstand. Damit sind auch inländische Zuschauer von den meisten Sportereignissen ausgeschlossen. Ich war selbst Sportlerin und weiß, wie sehr jeder Sportler davon träumt, vor möglichst großem Publikum anzutreten. Ich hoffe einfach, dass sie trotzdem ihr Bestes geben werden und ihre Leistung davon nicht beeinflusst wird. Doch vielen Japanern geht die jüngste Entscheidung nicht weit genug. Immer wieder kommt es, so wie hier vor dem Olympischen Park, zu Protesten. Das Coronavirus ist auf dem Vormarsch und hat erneut einen Notstand ausgelöst. Aus meiner Sicht ist die wirksamste Gegenmaßnahme eine komplette Absage der Spiele. Ich verstehe nicht, warum die Regierung in Tokio und andere so viel Geld ausgeben wollen für die Olympischen Spiele. Als Bewohnerin Tokios fordere ich, dass die Spiele abgesagt werden. Sollten die Spiele dennoch wie geplant stattfinden, werden sie in jedem Fall Geschichte schreiben. Als die ersten olympischen Geisterspiele. Ja, und direkt betroffen sind die Athleten. Mit einem kann ich sprechen. Der deutsche Säbelfechter Max Hartung ist 4-facher Europameister, Mannschaftsweltmeister und 2-facher Olympiateilnehmer. Sie sind auch Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund und Präsident der Athletenvertretung im Deutschen Leistungssport. Ich grüße Sie. Hallo, guten Abend. Spiele bzw. Wettkämpfe in diesem Fall ohne Publikum. Freuen Sie sich trotzdem? Ich freue mich trotzdem, wieder antreten zu können. Wir hatten ja jetzt ganz lange keine Wettkämpfe, fast 1,5 Jahre. Nur einen einzigen Weltcup habe ich gefochten. Und jetzt wieder gegen die Besten der Welt anzutreten bei den Olympischen Spielen. Das ist der Teil, der bleibt von den Spielen und auf den freue ich mich auch sehr. Und wie stellen Sie sich das vor? Da gibt es ja bestimmt unter diesen Umständen auch besondere Herausforderungen und vielleicht auch Schwierigkeiten. Ja, ich stelle mir vor, dass wir viel Zeit in unserem Zimmer verbringen werden, im Olympischen Dorf, und dann fürs Training rauskommen und zum Wettkampf und dann schnell wieder auch nach Hause fliegen. Mhm. Wir haben ja eben Stimmen gehört von einigen Tokiotern, die es lieber gehabt hätten, wenn die Spiele auch in diesem Jahr gecancelt worden wären. Was sagen Sie dazu? Können Sie das verstehen? Ja, ich habe natürlich Verständnis für die Sorgen der Menschen vor Ort in Japan. Und es trübt natürlich auch die Vorfreude für mich als Sportler, dahin zu fliegen. Viel lieber wäre mir natürlich, wenn da begeisterte Volunteers und japanische Fans auf uns warten und uns willkommen heißen würden. Jetzt ist die Situation anders. Ich habe Verständnis dafür. Ich hoffe, dass ich etwas dazu beitragen kann, durch den Impfschutz und durch mein Verhalten vor Ort, dass eben dort keine weiteren Gefahren für die Anwohner, für die Bevölkerung in Tokio entsteht und dass es trotzdem sicher genug sein wird, die Wettkämpfe dort durchzuführen. Und wenn Sie diesen Standpunkt haben, wie schauen Sie dann auf die Fußballer, die zehntausende Fans um sich haben und angefeuert werden in vollen Stadien? Ja, das macht natürlich schon irgendwie Bauchschmerzen, die Bilder von vollen Stadien mit Fans, die sich umarmen, die singen. Also das, wovor wir alle gewarnt wurden jetzt über ein Jahr lang. Und ich verstehe das nicht, warum das in England so gehandhabt wird und finde das im Grunde aber gut. Also mir ist es lieber vor einem leeren Rängen anzutreten, als dass da die Gesundheit von Menschen auf dem Spiel steht. Sie haben schon erwähnt, es gab kaum Wettkämpfe. Es muss auch wahnsinnig schwierig sein, sich sozusagen zu fokussieren bei gleichzeitigen, wir wissen eigentlich auch nicht so genau, wie es laufen wird. Diese Trainingsvoraussetzungen dahingestellt, rechnen Sie damit, dass es jetzt durch diese höhere Prüfung im Vorfeld eigentlich vielleicht mehr oder weniger Rekorde geben wird bei den Spielen? Ja, ich finde die Rekorde gar nicht so relevant. Also man guckt ja da schnell auf Medaillenspiegel, Statistik und Weltrekorde. Allerdings jetzt gerade in diesem besonderen Jahr finde ich die Geschichten der einzelnen Sportler viel, viel spannender, wie die eben die Vorbereitung gemeistert haben, wie die durchgehalten haben, auch unter schwierigen, eingeschränkten Bedingungen vielleicht zu trainieren. Und ich glaube, das ist das, worauf man auch dann als Zuschauer den Fokus setzen sollte. Wann geht's los für Sie nach Japan? Nächste Woche, am 17. Juli, ist der Flug nach Tokio.
Dann drücken wir die Daumen. Alles Gute auch für Ihre Zeit jetzt. Danke, Max Hartung. Dankeschön. Tschüss.